Am heutigen Mittwochnachmittag gab es für die Feuerwehr Gangelt mit Unterstützung aus dem Selfkant einen Einsatz in Gangelt-Hastenrath. Hier war eine Scheune in Brand geraten. In der Scheune befand sich ein PKW. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen komplett zerstört. Der Dachstuhl brannte ab. Weitere PKWs, die sich vor der Scheune befanden, konnten von den Eigentümern rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch Haustiere konnten aus den Flammen gerettet werden. Die Retter zogen sich allerdings den Verdacht einer Rauchgasvergiftung zu. Im Nachgang wurden sie vom Rettungsdienst des Kreises Heinsberg gesichtet. Die Brandursache bleibt zunächst unklar. Die Polizei hat allerdings bereits die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt in Hastenrath für den Verkehr gesperrt worden.